Das verstehe ich, dass das SEK dann bei dir angeklopft hat, Judo. Dieser Rebell. Beim Eingang der Safari-Zone befindet sich der Freundschaftspark. Bei der Sonne findest du den Go-Park. Ah ja. Nee, bei uns gewittert's nicht. Aktuell Pokémon. Lapras ist so majestätisch. Ich wüsste zu gerne, wo man so eins fangen kann. Guck auf PokeWiki. Warum wie? Da ist unser Flug. Okay, das ist auch irgendwie cool, muss ich gestehen. Mehr habe ich mir keine Gedanken gemacht, ich muss gestehen. Dass man auf Apollo reiten kann, wusste ich gar nicht. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen baff. Weil. Warum zum Geier ist Apollo so groß? Die hatten Vulpix. Vulpix ist gut, mein Ego. So gutmütig wie du aussiehst, sollten meine Chancen nicht schlecht stehen. Lass uns das beim Kampf aus. Nee, ob Evoli nicht. Wäre lustig. Los, Evoli. Blubsauger. Nice! Aber warum ist Apollo so groß? Ich check das ehrlich gesagt nicht. Viel Spaß beim Fernsehen gucken. Moment, vielleicht bis später. Glora kämpft gegen uns. Glora. Wieder Knall.
Eigentlich müsste Glua mit einem lauten Boom auf den Boden knallen. Boom. Au revoir. Da habe ich mich wohl geirrt. Hast du? So. Gegen das Kokoba. Setz ich denn hier auf Glurak? Gibt es hier keinen Fashion-Typen mit einem niedlichen Pokémon im Schlepptau? Guck mal meinem Kopf. Kokobai! Glurak! Glurak Feuerball! Das Glurak! Komm, löschen wir nochmal Feuerball. Aua. Aua, das hat richtig weh. Mensch, Mädel, das tut weh! Auf den Kopf! Lups auch mal. Huch, hab ich etwa laut gedacht? Hast du, sehr laut.
Na, tschüss, Emily. Wie das aussieht. Oh. Glasmummel. Wie cool. Dafür kriegt das eine Scheiße. Alter, warum? Aber jetzt mal ohne Witz. Seit wann ist Apollo so riesengroß? Ich verstehe es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich habe mich zerlegt. Wie habe ich zerlegt? Hier ist noch Billigfeld. Bist du ein gutes oder ein böses Kind? Ein böses. Warte mal, ich habe hier so einen Teil. Ups, warte, drücke. Du bist ein außerordentlich gutes Kind. Danke. So, eine Modulat nach oben machen. Und es kann nicht schaden, mal ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Oh, wenn ich meinen Durak einsetze, kommen wir ganz schön ins Schwitzen. Puh, das war ein harter Kampf. Da ich hab's schon mal weggenudelt. Weil wir sind ja kein Nudelaria. Ich verstehe das immer nicht, seit wann Apollos so groß sind. Alter, wenn ich noch an die Serie denke, Alter, da war Apollo gerade mal so groß wie Ash Scott, wenn überhaupt. Ja.
versuche überall durchs hohe Gras und Pokémon aufzuspüren. Natürlich nicht. Oh, Alter, was ist Borschen eigentlich für eine Art? Ja, das Bura kann man schnell organisiert werden. Nicht in die Arena gegangen. Wollte ich gar nicht. Scheiße. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein bewährtes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Voxania dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene, deren Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon kreuzen. Um diese Arena betreten zu dürfen, musst du eine Beweise zu mindestens 50 Pokémon haben. So, wie ich sehe, ist es dir bisher gelungen, 47 anzufangen. Leider. Schreib die Tradition vor, dass ich dich erst in die Arena habe, wenn du mindestens 50 angefangen hast. Ein wahrer Ninja schreckt auch vor großen Aufgaben nicht. Also komm wieder, sobald du dieses Ziel erreicht hast. Ich wollte doch auch gar nicht hier rein! Und hier rein. Immer noch überall voller Lachen, Entschuldigung. So, ich hoffe, habe ich besiegt. Ach, hier sind noch zwei offen. Oh ja. Guru! Guru! Na, wie klingt man da drauf? Besoffen bist du. Alter, dieses Weiß.
heißt er nicht. Piedra. Tauba! Sehr gut. Okay, jetzt mal ehrlich. Warum setzt du einen Flügelschlag mit dem Schweif ein? Ach, ein Boom. Boom. Daher kommt also die Redensart reden, das Schäumen ist Gold. Das ist mein Revier. Siehst du, dass du Land gewinnst? Wenn man hier frech oder leicht fühlst. Porenta! Porenta! Luhak! Luhak! Porenta! Feuerwirbel! Quälzone. Hat der drei Porenta aus der Pool? Nice. Gutes Evoli. Verflixt! Kommt doch mal, wenn man eine große Fresse hat. So, schauen wir uns mal in der Stadt um. Ach komm, wer auch schon hier sind.
voll auf den Bauch. Den Decken wandst. Wie viele Euros habe ich eigentlich? 2. Drehen 70, wenn ich alle entwickeln würde? Das ist nicht eine Form. Oh, das dauert bei Menschen. Ich komme immer noch nicht auf Apollo klar, muss ich gestehen. Ich dachte, jetzt kommt folgt mal so ein kleines Mikro-Apollo. Nein! Sag mal, kennst du eigentlich Bill? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind war er Feuer und Flamme für Raritäten. Der Alter der Safari-Zone ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch quietschwidde. Allerdings trägt er ein Gebiss, wie man hört. Stimmt, Stärke und Surfer fehlen noch. Bei seiner Arbeit beschäftigt sich mein Bruder Bill mit der Übertragung von Pokémon. Wusstest du, dass er sogar der Erfinder der Pokébox in deinem Beutel ist? Außerdem wurde er zusammen mit einem Professor aus einer weiter entfernten Region den Go-Park aufgebaut. In diesem Haus hat er mal ein vergesslicher alter Mann gewohnt. Inzwischen wohnt er wohl irgendwo auf Route 12. Es ist unheimlich praktisch, direkt in dem Pokécenter zu wohnen. Dafür ist die Miete auch dementsprechend noch hoch. Willkommen in Berlin! Safari-Zone, Haus des Direktors. Benutzte Haus gemietet, um es Pokémon-Trainern zur Verfügung zu stellen, die Informationen austauschen wollen. Aber jetzt treffen sich dort so viele Experten zu witzigen Diskussionen, dass ständig die Luft herrscht. Füttert man ein Pokémon mit einer Samenbeere, bevor man es fängt, hat man bessere Chancen, danach ein Item zu finden. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen, oder? Fängst du viele Pokémon derselben Art, findest du dann noch öfters Items. Ich selber fange gerade bergeweise Kleinschein und Onix. Wahaha! Fängst du mehrere Pokémon derselben Art hintereinander, nennt man das eine Fangserie. Es heißt, man könne durch eine lange Fangserie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, schillernde Pokémon zu begegnen.
Erik. Als ich Sarah um ein Date gebeten habe, meinte sie, ich könne ihr mal im Mondschein begegnen. Ich warte jetzt schon eine ganze Weile hier, aber es will einfach nicht dunkel werden. Hast du schon mal X-Tempo ausprobiert? Damit kannst du im Kampf die Initiative eines Pokémon stellen. Oh, wollte gar nicht das. Gibt es hier kein Wimpel vom Go-Park? Auch keine Postkarten oder Kalender? Scheint nicht. Willkommen in der Safari-Zone. Hier wimmelt es von Pokémon. Ja, die kenne von Würde. Safari-Zone. Büro des Freundschaftsparks. Oh, das ist gut. Hey! Arschloch. Der Direktor wird von allen hier nur Direktor Fleckmon genannt. Tja, er hat nun mal den gleichen ausdruckslosen Blick im Gesicht wie besagtes Pokémon. Direktor Fleckmon weiß eine ganze Menge über Pokémon. Er besitzt sogar Fossilien ausgestorbener urzeitlicher Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Seit Direktor Fleckmon neulich angeln war, faset er nur noch wirres Zeug. Ob das wohl am Alter liegt? That's a question, my friend. Hast du es auch auf dem Pokéball da abgesehen? Sorry, aber den werde ich mir schnell. Was ist denn? Das ist dein Pokémon? Klar. Okay. Torball! Das ist dein Voltorball. Gut. Das ist dein Chimera. Tauros. Oh, Lapras. Mein Lapras mag schon in die Jahre gekommen sein. Es bezaubert mich aber wie eh und je. Weißt du? Früher bin ich zusammen mit ihm über die Wellen geritten und den neuen Horizont aufgebrochen. La! Aber mittlerweile kann Lapras nicht mehr so gut schwimmen. Daher habe ich mich entschlossen, das Surfbrett an den Nagel zu hängen und hier bei meinem alten Freund zu bleiben. Ach ja, danke, dass du mir zugehört hast. Im Gegenzug könnte ich dir beibringen, wie du die geheime Technik Wellensport einsetzt. Damit kannst du über Wasser surfen. Evoli! Haha, dein kleines Evoli möchte sie wohl auch lernen. Dabei ist es gar kein Wasser-Pokémon. Das gut geht. Dieser Blick in seinen Augen erinnert mich sehr an meinen Lapras. Solch eine Kraft. Na gut, du hast mich überzeugt. Pass gut auf. Also. Der Trick ist, auf dem Wasser die Balance zu halten. Dafür musst du deinen Schwerpunkt nach unten verlagern und deinen Oberkörper stabil halten. Danke. Okay, der neue Golf 8 ist geil, aber dass du den länger als 10 Jahre nutzen kannst, glaube ich nicht. Warum nicht, Judo? Das hast du ganz hervorragend gemacht. Hier, mein Surfbrett, gebe ich dir auch. Reite zusammen über die Wellen und brech zum neuen Horizonten auf.